Was geht auf YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Willkommen zu einer weiteren Runde der Progressions. Nochmal von vorne. Was geht ab, YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Willkommen zu einer weiteren Runde der Progression Series League. In dieser Runde spielen wir gegen den Host der PSL, und zwar YGO Insider. In der Hinrunde haben wir verloren, in der Rückrunde versuchen wir es besser zu machen. Wir öffnen das Set Invasion of Chaos. In diesem Set sind ein paar sehr, sehr nostalgische, mächtige Karten drin, die wir uns gleich gemeinsam in der Kartenliste anschauen, die wir mal kurz überfliegen. Wir gucken uns die Highlights an und im Anschluss gibt es dann natürlich das Pack-Opening. Und an dieser Stelle halte ich das Intro auch kurz und knapp. Wir steigen jetzt direkt in die Kartenliste ein und machen danach das Display auf. Los geht's! Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Hier haben wir auch schon die Yu-Gi-Oh! Card Database Website und das Set Invasion of Chaos. Dieses kam am 3.1.2004 raus, ist tatsächlich schon etwas her. Wir gucken uns einfach mal die Highlights der Kartenliste an. Wir haben hier einmal den Chaos Emperor Dragon Envoy of the Beginning, eine unfassbar mächtige Karte. Diese Karte zusammen mit Yatagarasu hat dafür damals dafür tatsächlich gesorgt, dass der Yatagarasu auf der Banlist gelandet ist. Die Karte, die als erstes und auch am längsten auf der Banlist ist und gelandet ist. Yo, also Chaos Emperor Dragon, der wurde irgendwann nach mehreren Erratas so massakriert, dass die Karte mittlerweile nicht mehr so gut ist, wie sie früher war. Früher unfassbar mächtig. Unfassbar mächtig. In jedem Meta-Deck zu Hause. Oyama Yellow, Oyama Black, dann haben wir hier Soul Tiger, ein paar Vanillas sind auf jeden Fall auch am Start. DD Scout Plane, gar nicht so verkehrt, wenn die Karte verbannt wird, special sie sich, glaube ich, in Attack Position oder sowas, genau richtig. War eine Secret Rare? Ne, eine Super Rare. Wow, okay, war eine Super Rare? Ich dachte, war eine Secret. Gigantes, eine Karte, die euch definitiv was sagen sollte, weil sie immer noch, glaube ich, in Elements Beta gespielt wird. Auch ein Deck-Thema, was ich lange nicht mehr gesehen habe. Schade, Elements Beta. Würde ich gerne mal wieder einen neuen Support oder sowas. Ja, warum kommt da eigentlich nichts? Auch für Eldritch und so, da könnte auch mal mittlerweile was kommen. Also ja, da gab es jetzt so die Fusionskarte, aber so ein bisschen, keine Ahnung. Also ich meine, Eldritch ist eh stark genug, aber ihr wisst, was ich meine. So, mach mal was. Konami. So, Sipid, Chaos Sorcerer. Litwana Kamen, ich hoffe, die ziehen wir zwei, dreimal. Könnte ich mir vorstellen, das Deck zu integrieren. Grenmai oder Eiser am Start. Eine unfassbar harte Karte, die damals gar nicht so hart war, wie sie heute ist, weil es heute natürlich viel einfacher ist, jede Menge Karten aus seinem Deck oder Extra-Deck zu verbannen. Extrem cool. Black Luster Soldier Envoy of the Beginning war eine Ultra-Rare. Wer davon tatsächlich noch eine First Edition zu Hause rumliegen hat, das ist unfassbar viel wert. Nicht verkaufen, behalten und obwohl jetzt TCG-Hype vielleicht, wenn irgendein Bekloppter euch unendlich viel Geld dafür bietet. Dann haben wir hier Drillago, Nekunga, Lord Poison, geiler Name. Reload, gar nicht so verkehrt, man kann alle Karten, die man in der Hand hat, sozusagen ins Deck zurückpacken, dann shuffeln und dieselbe Anzahl an Karten dann sozusagen vom Deck seine Hand hinzufügen bzw. ziehen. Cursed Seal of the Forbidden Spell, eine gar nicht so verkehrte Karte, also auch im heutigen Meta gar nicht so verkehrt, weil wenn eine Spellkarte aktiviert wird, Konterfallenkarte aktivieren, also die aktivieren, eine Karte für Kost von der Hand abwerfen und dann den Effekt der Zauberkarte vom Gegner negieren, zerstören und er darf bis zum Ende des Duells, so war das, ne? Genau, er darf bis zum Ende des Duells keine Zauberkarten mit dem Namen der von dir gerade negierten Karte aktivieren. Sprich, wenn ihr gegen Shadol spielt, die aktivieren Shadol Fusion, nein, bis zum Ende des Spielzugs nicht mehr. Wenn ihr gegen, also ihr spielt Backrow Deck, und der Gegner aktiviert einen Lightning Storm. Nein, erstmal negieren und in Zukunft bitte auch keinen zweiten Lightning Storm auf meine Backrow werfen, weil er darf bis zum Ende des Duells Namen mit der Karten mit diesem Namen nicht aktivieren. Finde ich also eigentlich eine Karte, die, also vor allem auch Nadir Servant und so oder irgendwelche Field Spells, ganz ehrlich, die Karte, vielleicht packe ich die bei mir ins Deck. Nee, ist top. Also ja, man muss für Kost was abwerfen, aber ganz ehrlich, eine starke Karte, auch heute in der aktuellen Meta. So, Zero Gravity, dann Dark Mirror Force, jo, Giga Gaga Gigo, Mad Dog of Darkness, 1900 Beast. Kann man mitnehmen. Neobug, Sea Serpent, Warrior of Darkness. Jo, da wurden hier der Blazing Pachi, auch nicht verkehrt, mit 1850 ATK. Dark Magician of Chaos, eine Ultra Rare, super sweet Karte auf jeden Fall. Dann der Gora Turtle of Illusion, Manticore.
Guardian Angel Join. Finde ich ein extrem cooles Artwork. Erinnert mich so ein bisschen an Beatrice, hier Lady of Lament, die Burning Abyss Beatrice. Extrem hübsche Karte, ja, Effekt, ja, geht so. Manju der 1000 Hände, ja, guck mal, wie alt die Karte ist. Und die spielt hier immer noch. Die kam damals als Kamen raus, die gab es dann später irgendwann als Super Rare. Nee, warte mal, das ist Quatsch. Doch, ja, genau so. Die gab es dann später irgendwann mal als Super Rare, das ist die Kamen. Geht zu Fuma. Coole Karte auf jeden Fall, optisch sehr, sehr geil. Also ich fand die Karten optisch auch alle damals, die Artworks, Zucker, Zucker, sage ich euch. Stray Lamps, yo, Smashing Ground, Dimension Fusion ist gar nicht so verkehrt, also zu Recht gebannt auch aktuell. Compulsory Evacuation Device, geil, Compulse ist hier mit drin, ich hoffe, dass wir die so zwei, dreimal ziehen. Würde auf jeden Fall gut unseren Gegner nerven. Self-Destruction Button ist verbannt, zu Recht. Dann haben wir hier Curse of Darkness, jeder Spieler, der eine Zauberkarte aktiviert, kriegt direkt 1000 Damage, gar nicht so schlecht. DNA Transplant, Robin Zombie, Trap Jammer und unten der Invader of Chaos. Das war die gesamte Kartenliste, beziehungsweise die Highlights der gesamten Kartenliste zu Invasion of Chaos. Und wir steigen jetzt ins Pack-Opening ein, machen Display auf und schauen mal, was wir für Schmuckstücke aus dem Display gezogen bekommen. Und da sind wir auch schon. Wir machen das Päckchen hier einfach mal auf, klicken drauf, hoffen, dass YGO Pro Deck sauber funktioniert. Sieht erstmal ganz gut aus. Wir flippen das erste Booster und hier ist der Blazing Pachi drin. Chaos Sorcerer. Geil, Chaos Sorcerer nehmen wir mit und geht zu Fuma, auch nicht so verkehrt. So, nächste Pack, Flipcards, war nicht so, ja, Grand Mario ist hier mit bei, Energy Drain, ja, der Rest ist eher so nicht so gut. Wir flippen mal das nächste Pack, Stray Lamps am Start, Blazing Pachi, joa, weiter geht's. Die Seite, die ist mir verdächtig langsam unterwegs. Blazing Pachi, Grand Mario der Eiser wieder, Stray Lamps. Also erstmal tatsächlich überschaubar an der Stelle. Mal gucken, ob wir Chain Disappearance. Chain Disappearance finde ich gar nicht so verkehrt, dass wir die Karte gezogen haben. Vor allen Dingen, weil auch viele so komische Effektmonster mit 1000 oder weniger ATK tatsächlich auch beschwören. Blazing Pachi ist hier am Start. Auf jeden Fall das Playset von Mad Dog of Darkness, 1100 ATK, gar nicht so schlecht. Dann Fred the Brave Wanderer, cool. Mal gucken, ob wir auch was ziehen, was tatsächlich so richtig schön brauchbar ist. Noch Mad Dog. Mal gucken, komm, gib mal was. Invasion of Chaos, irgendwas. Oh, Manju mit den 1000 Händen, cool. Sehr cool tatsächlich an der Stelle. Irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch in den Genuss komme, ein vernünftiges Ritualdeck zu spielen. Nee, das ist es nicht. Ich überlege eh die ganze Zeit, ob ich nicht eventuell Hardcore umbaue, einfach nur um sozusagen nochmal was anderes zu spielen. Das ist es auch nicht. Oder ob ich sozusagen weiter meine Taktik fahre. Da bin ich gerade noch sehr, sehr unentschlossen. Matarza, Zepper und noch ein Chaos Sorcerer. Geil. Nehmen wir sehr gerne mit. Wobei ich muss noch gucken, ob wir überhaupt so viele Licht. Also Finsternis-Targets haben wir auf jeden Fall zum Banner. Oh mein Gott! Oh, wo ich gerade über Licht-Targets spreche, ziehe ich den Chaos Emperor Dragon. Und ich habe Yatagarasu und ich habe Sangan. Wisst ihr, was das bedeutet? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss das auf jeden Fall bei Edo Pro einstellen, dass es die Pre-Errata ist, weil das ist ja unfassbar broken. Oh mein Gott, ist das broken. Trapjammer, yo, Gigantis, oh, Alter, ist das heftig, der Rest ist eigentlich egal. Also jetzt kann ich meine Taktik gar nicht großartig ändern. Das ist eine Karte. Oh, auch nicht schlecht. Aber den Adult, oh mein Gott. Oh. Die Karte würde ich gerne mal in echt ziehen. So ein altes Pack öffnen und die Karte ziehen. Die ist unendlich viel wert, ne? Chain Disappearance. Okay, und noch ein Trapjammer. Oh, ein Kompuls wäre noch nicht schlecht. Ein Kompuls würde ich gerne noch mitnehmen. Komm, hast du noch einen Kompuls am Start? Ein Kompuls nehme ich gerne mit. Ich habe zwar drei Sakuri zur Armor, aber so ein Kompuls wäre nicht schlecht. Geht zu Fuma, yo. Also eigentlich, ja, noch ein Chaos Sorcerer. Eigentlich schön scheiße gezogen, bis auf den Chaos Emperor. Noch eine geht zu Fuma, Chaos Emperor. Ist das letzte Pack? Ne, eins kommt noch. Gigantis auch am Start. Ultra Evolution Pill. Und jetzt nochmal, oh mein Gott. Oh, ist mir gerade flau im Magen geworden. Ne, das war's. Wow!
Was ein heftiges Opening. Was soll ich... Also der Rest war Mist. Bis auf Chain Disappearance vielleicht noch und geht zu Fuma. Muss man mal gucken, ob man die integrieren kann. Aber der Chaos Emperor Dragon? Das fühlt sich fast so an, als ob ich ihn wirklich gezogen hätte. Also, den den müssen wir ins Deck integrieren, weil wenn wir da die Combo, den Yata Lock tatsächlich durchgedrückt bekommen, jo, dann hat unser Gegner tatsächlich überhaupt keinen Spaß mehr an Yu-Gi-Oh! Spätestens mit der nächsten Banlist muss Yata aus dem Deck wieder verschwinden, aber bis dahin dürfen wir ihn spielen. Und damit verziehe ich mich jetzt in mein Labor, tüftel am Deck rum, versuche den Chaos Emperor Dragon so gut es geht in mein bestehendes Deck zu integrieren und dann mache ich mich bereit auf die fulminante Schlacht mit YGO Insider. Wir schauen uns an dieser Stelle das Deckprofil zu dem Deck nach Invasion of Chaos an. Es gab wenige Änderungen, jedoch signifikante. Unter anderem haben wir hier den Chaos Emperor Dragon drin, Envoy of the End, und zwar der Pre-Errata. Wir spielen nämlich nach der Pre-Errata-Bandlist, dementsprechend haben wir hier unfassbare Power im Deck. Dann haben wir hier noch einmal den Chaos Sorcerer reingeworfen, warum nur einmal? Ja, finde ich ein bisschen situativ, vor allen Dingen, weil ich auch nicht so viele Licht-Targets habe, wo wir gerade von Licht-Targets sprechen. Ich habe hier an der Stelle den Shining Angel noch reingeballert, um einfach meinen Friedhof relativ zügig mit Lichtmonstern irgendwie zu füllen. Und genau aus diesem Grund habe ich auch hier Painful Choice reingeworfen. Die Karte sozusagen lässt euch 5 Karten von eurem Deck vorzeigen und der Gegner wählt eine davon aus und der Rest geht in den Friedhof. So erhoffe ich mir relativ schnell die ganzen Shining Angels irgendwie auch in den Friedhof zu bekommen, damit ich Licht-Targets für den Envoy of the End und den Chaos Sorcerer habe. Zweimal mystische Tomate, um mir dann natürlich, genauso wie Sangan, um mir dann noch den Yatagarasu zu searchen, um einfach den Gegner dann zu locken und der dann einfach kein Yu-Gi-Oh! Mehr spielen darf. Ansonsten gibt es keine großartigen Änderungen, Sakuritsu Amo dreimal drin. Zweimal Book of Moon ist jetzt noch mit drin, Dr. Gear natürlich, habt ihr auch schon gesehen. Wir spielen wieder hier Giant Red mit dem Dream Clown. Clown Control mit leider nur den beiden Karten, aber da auf jeden Fall reicht, um zu ärgern an der Stelle. 43 Karten Deck das Ganze. Hier Extra Deck ist irrelevant, weil wir nichts aus dem Extra Deck beschwören können. Im Side Deck weiterhin die Dark Necro 4, die uns zur Seite steht. Dann Tribe Infecting Virus. Ich sehe gerade nur 14 Karten im Side Deck. Wie ist denn das passiert? Egal. Armed Ninja. Block Attack, zweimal Cold Wave, Noble Man of Crossout, dreimal Prohibition, zwei Shadow of Ice, Nightmare Wheel und Judgment of Anubis, einfach weil ich eine extrem geile Karte finde. Und das war kurz und knapp an dieser Stelle mein Deckprofile und wir springen jetzt in die Replays rein. Die Duelle zwischen meiner Wenigkeit und YGO Insider hatten es auf jeden Fall in sich, seid auf jeden Fall gespannt. Schauen wir mal, also ich weiß, ob ich einen Sieg nach Hause geholt habe. Ihr wisst es noch nicht, aber ihr werdet es gleich erfahren. Lass uns direkt in die Replays einsteigen. Los geht's! So, wir gehen jetzt mal direkt in die Replays rein und schauen uns hier direkt mal unsere Starthand an. Die sieht tatsächlich an dieser Stelle gar nicht so verkehrt aus. Wir haben hier einmal die mystische Tomate auf der Hand, schwarzes Loch, die Giant Red, mit der wir uns eigentlich immer den Dream Clown suchen, den wir jetzt leider auf der Hand haben, und einmal Nevdoria. Ich weiß, der ein oder andere nennt sie Nudoria, ich finde Nevdoria viel, viel schöner. Die generische Hand sieht gar nicht so verkehrt aus von YGO Insider, Pot of Greed, Exiled Force, Chaos Sorcerer, Emergency Provisions. Die Karte habe ich vollkommen übersehen bei all dem, was wir da gezogen haben. Ist gar nicht so schlecht. Und Raigiki Break natürlich. Die Karte wirf ab, mach was kaputt. Warum nicht? Wir legen jetzt einfach mal direkt los. Wir gewinnen Schere, Stein, Papier, ziehen eine mystische Tomate nach. Ich hätte mir tatsächlich noch so die ein oder andere Falle gewünscht. Ist leider nicht passiert, aber was willst du machen? So, YGO Insider geht all in und schafft erstmal meine mystische Tomate aus dem Weg. Warum ich keinen Search habe, ist ganz einfach. Die Karte muss durch Battle zerstört werden und das Spielfeld verlassen. Ist sie an dieser Stelle nicht. Deswegen auch kein Search. Wir ziehen hier Sakuritsu Amo nach, gar nicht so schlecht. Versuchen dann einfach mit kleinen Monstern weiter Druck zu machen. Aber YGO Insider verteidigt sich wunderbar und zwar immer wieder mit Raigiki Break. Was willst du machen? So, egal was ich beschwöre, Raigiki Break schafft es aus dem Weg und ich kann
Nix searchen, gar nichts, weil auch bei der Giant Red, sie muss durch Battle zerstört werden, damit sie dir was aufs Spielfeld specialt. Jetzt versucht er mit Sangan anzugreifen, an der Stelle mache ich einfach mal direkt Sakuri zu Armor, um ihm auch eventuelles Material für Tributbeschwörungen aus dem Weg zu schaffen. Wir beschwören den Dream Clown, greifen mit 1200 an, also wie ihr seht, ist es tatsächlich ein sehr, sehr langsames Game, aber es reicht. Es reicht tatsächlich, Yu-Gi-Oh! Der alten Schule. YGO Insider kann sich nicht so gut verteidigen, also zumindest was so die Monster angeht, zieht irgendwie nur eine Fallenkarte nach der anderen nach, hat hier in dem Fall Jinzu und den Chaos Sorcerer auf der Hand, die er nicht beschwören kann. Jetzt nochmal Raigeki Break auf meinen Luster Dragon, den ich optisch extrem geil finde. Hab schon überlegt, ob ich ihn mir tatsächlich kaufe. Dann ist das Spiel auch schon relativ zügig zu Ende, weil wir immer wieder gestichelt haben und YGO Insider nichts Vernünftiges nachgezogen hat. Jetzt kommt zwar der Spirit Reaper, der bringt ihm allerdings nicht so viel, weil ich mit dem Dream Clown dann einfach in die Verteidigungsposition wieder swappe und das gegnerische Monster wähle und es zerstöre. Jo, unsere Hand sah tatsächlich noch sehr, sehr gut aus mit Darkhold, Gravekeeper Spy und Book of Moon noch an der Stelle. Also und hier Sakuri zu Armor in der Backrow, hätten wir das Ding noch verloren, dann Prost Mahlzeit. Also wir waren tatsächlich sehr, sehr gut unterwegs. Ich bin gespannt, wie das zweite Duell ausgeht. Also gespannt, ich weiß es ja, ihr dürft gespannt sein, wie das zweite Duell ausgeht. Ist auf jeden Fall ein bisschen rasanter gewesen. Replay Nummer 2 ist geladen und wir schauen uns hier auch an der Stelle einfach mal unsere Hand an. Und zwar einfach haben wir einmal Painful Choice. Die Karte nutze ich hauptsächlich dafür, um die ganzen Licht-Targets in den Friedhof zu schicken, damit wir den Chaos Emperor Dragon beschwören können. Aber hier Giant Red und Dream Clown wieder auf der Hand. Beides One-Offs. In zwei Spielen hintereinander beide Karten auf der Hand. Wie funktioniert denn das bitte? Dann hier, mega geil, Great Mayu Gazette, eine meiner absoluten Lieblingskarten. Ein Unterwäldler der Stufe 6. Man kann ihn aufs Spielfeld beschwören, also Tribut beschwören. Und er bekommt die ATK, also das Doppelte der ATK des als Tribut angebotenen Monsters. Finde ich extrem geil. Und dann einmal noch den Heavy Storm, der ja die komplette gegnerische und natürlich auch die eigene Back Row aus dem Weg schafft. Im Optimalfall spielt man die Karte so wie ein Flederwisch, sodass man selber nichts liegen hat, der Gegner ganz viel und deswegen, ne? Ihr wisst, wie es funktioniert. Leider gebannt die Karte. Wir starten mal das Replay. Ja, die Hand unseres Gegners ist gar nicht so gut. Also mit Trap Dust Shoot, das ist natürlich extrem hart, weil er uns so direkt zwei Karten aus der Hand klauen kann und zurück ins Deck mischen kann. Das ist natürlich extrem bitter. Wir spielen aber trotzdem weiter, lassen uns nicht beirren, aktivieren Painful Choice, schicken jede Menge Schrott, sage ich jetzt einfach mal, in den Friedhof. Hier wird unser Gravekeeper Spy geflippt, der uns wiederum weiteres Monster specialt, welches dann zerstört wird, weil King Tiger Wang Hu ein extrem geiles Floodgate, ich pausiere hier mal kurz. Ein extrem geiles Floodgate tatsächlich. Wenn ein Monster mit 1400 oder weniger ATK normal oder spezial beschworen wird, zerstöre diese Monster mit weniger ATK als 1400. Diese Karte muss face up auf dem Spielfeld liegen, damit sie resolved. King Tiger Wang Hu. Wir machen einfach mal direkt weiter. Auf der gegnerischen Seite hier die verräterischen Schwerter, die uns nicht spielen lassen, aber ist uns egal, wir legen die Cyberdose verdeckt, die das ganze Spielfeld einmal komplett aufräumt und uns so ein paar Monster in die entweder offene Angriffs- oder verdeckte Verteidigungsposition specialt. Unter anderem hier die Injection Fairy Lily und wo ist die andere? Da die Gravekeeper Spy. So, bei unserem Gegner sieht die Hand gar nicht so gut aus, muss ich einfach mal sagen. Mit zwei Chaos Sorcerer und keinen Licht-Targets im Friedhof ist natürlich richtig bitter. Wir haben die Schnauze voll, aktivieren den Heavy Storm, um alles aus dem Weg zu schaffen. Dann Überläufer, um uns den gegnerischen Monster zu klauen, um dann wiederum unseren Great Mayu Gazette zu beschwören. Wir haben jetzt jede Menge Angriffspower. 3400 ATK ist gar nicht so verkehrt. Wir machen ordentlich Damage an der Stelle. Unser Gegner zieht, ja, Kaiku ist geil, extrem geil, aber nicht so gut in der aktuellen Situation. Wir haben Breaker noch auf unserer Spielfeldseite, der zerstört die Backrow, sprich Sakuri zu Armor. Und wir greifen jetzt das verdeckte Monster an, so viel passiert da dann tatsächlich nicht mehr. Und wir greifen für Game an und beenden das Spiel. Wir gewinnen Runde 10 in dieser Progression Series League. Ein extrem fulminantes Duell, was wir an dieser Stelle gewonnen haben. Extrem glücklich auch. YGO Insider hat natürlich hier und da gebrickt.
Backrow hat dann am Ende nicht gereicht. Wir konnten uns durchsetzen und haben so einen weiteren Sieg nach Hause geholt. Extrem geil einfach mal an der Stelle. Und wie es sich für den Sieger gehört, dürfen wir jetzt 5 Tournament Packs aufmachen. Und zwar das Tournament Pack 4. Wir springen direkt rein in den Opener und wir flippen hier einfach mal die ersten Karten aus dem ersten Pack. Der Nimble Momonga, Megamorph und Mad Sword Beast. Okay, nächste Pack an der Stelle ist... Oh, eine weitere Giant Red. Das ist natürlich geil. Zweimal Giant Red könnte sozusagen den Dream Clown öfter aufs Feld zaubern. Rush Reckless, ja okay, Magic Drain. So, nächste Ding. Nochmal eine Giant Red, obwohl im Playset, ich glaube, ich würde nicht im Playset sehen. Dafür habe ich... aber Royal Decree ist natürlich nice. Royal Decree ist wirklich nice. Noch ein Nimble Momonga. Nächste Pack. Jein, nicht wirklich was Geiles drin. Und das letzte Päckchen, nochmal Giant Red. Und hier, wo war der? Da, Senju der 1000 Hände. Also die Packs werden tatsächlich immer besser und immer interessanter. Nichtsdestotrotz, also mit so vielen Riesenratten kann ich auch nichts anfangen. Yo! Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Wir stehen auf jeden Fall gar nicht so verkehrt da. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Runden. So viele sind es nicht mehr, bis die Progression Series League zu Ende geht. Ich hoffe einfach, dass unsere Siegesträhne weiter anhält und ich die DTG-Community weiter optimal und bestmöglich vertreten kann. Und damit auch genug von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.